Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Seven Days to Die. Oh, Jasmin ist auch dabei, aber Jasmin ist halt nicht dabei, ne? Die chillt zu Hause gerade. Ja, weil ich gar keine Waffe habe und wegen dir habe ich ja den Salat. Was für ein Salat? Wir haben keinen Salat. Ich habe gleich gesagt, nein, ich komme nicht mit. Was hat deine Meinung geändert? Gewesen. Oh! Ich glaube, lange haben wir hier nicht mehr Ruhe. Nee, ich hier auch nicht. Nee, ich meine hier. Zu Hause. Ich kann nichts mitnehmen, ey. Ich bin überall voll. Ja. Guck halt hauptsächlich noch, ob ich hier vielleicht mit etwas dezentem Glück ein Schmelztiege finde. Sonst mache ich nochmal einen Stopp beim Händler. Und guck, ob der sowas verkaufen würde. Mhm. Habe ich mich gerade erschrocken. Eins, zwei, drei Büroangestellte. Bullhaus. Richtig was los hier in der Office. Was riecht denn da? Den will ich klauen. Das reicht dann erstmal wieder. Irgendwas hat sich gerade befreit. Oh oh. Irgendwas. Ich habe auch so, ich werde dieses dezente Gefühl nicht los, dass ich hier irgendwie Aufmerksamkeit auf mich gezogen habe. Warum nicht? Kann man mal machen. Boah, aus dem Weg, Schnalle, ich hab zu tun. Oh, hier war ich schon. Hier bin ich hochgekommen, da kann ich rüber, irgendwie. Das ist nicht der Weg. Oh. Oh, ein Bücherregal. Blatt Papier. Au! Du Schwein. Ich hab gedacht, der ist tot. Warte, da laufe ich wieder im Kreis. Aber wie komme ich denn da oben? Hallo! Darf ich da einmal durch, junger Mann? Dankeschön, Alter, vor Schönheit und so ein Kram, ne? Kommst du eigentlich schon wieder zurück? Ja, kann man so sagen. Wie komme ich denn da rüber? Ich werde mal hier die Tür öffnen. Ah nee, hier. Ach, schau mal einer an. Oh, ich kriege gleich Besuch. Moinsen! Hör, das ist nicht so, wie es aussieht. Ich wollte mich hier nur einmal ein bisschen umschauen. Ich bin an dieser Immobilie interessiert und wollte einmal gucken, ob die meinen Bedürfnissen entspricht, Sir. Oh ja, das ist aber eine hübsche Dachterrasse hier oben. Hier hat man eine wundervolle Aussicht über das Parkingdeck. Ein Hochhaus. Den Computer, den würde ich testweise mitnehmen, um zu gucken, ob der zu meinem Ambiente passt, wenn es hier nichts ausmacht, Sir. Warum willst du jetzt hier? Bitte? Danke. Ich kann halt das Barbier nicht mitnehmen. Papier. Ja, kannst machen, was du willst, ne? Kannst das Papier nicht mitnehmen. Oh. Ich hab Mucke. Oh oh. Ach, ich bin ja gar nicht infiziert und ich lass mich hier die ganze Zeit schlagen. Ach, bin ich doof. Geil. Das ist so typisch du, ey. Ich bin ja gest... Also, ich bin ja von dann gegangen.
Weißt du, was mir gerade auffällt? Nein. Ich bin Jesus. Weil du wiedergeboren wurdest? Ja, ich war tot und jetzt bin ich lebendig. Hm. Vielleicht war ich nur halbtot. Oder so ein Vierteltot oder so. Aber ich bin wiedergeboren. Ab jetzt möchte ich, dass du mich huldigst. Nöp. Ich denke, ich habe das verdient. Nöp. Wieso tut die nie, was ich sage, die Frau? Vielleicht sollte ich mein Fahrrad doch wieder einpacken und dafür mein Motorrad rausschmeißen, damit ich mehr Sachen reinstecken kann. Ich hätte gern meine Sachen mal wieder. Hm. Ja, hättest du die mal mitgenommen, ne? Ich weiß auch nicht, was du so schlampig mit den Sachen umgehst. Da muss man auch mal ein bisschen aufpassen, ne? Jasmin. Boah, ein unberührtes Vogelnest. Oh. Hm? Sir, ich danke Ihnen, dass Sie diesem Land verdient haben. Sir. Oha. Sir. Geil. Den habe ich aber richtig eingezimmert, habe ich denn. Jetzt kommt die Krankenschwester und guckt, was mit ihm los ist. Ohohoho. Die wird jetzt aber auch denken, was ist denn hier passiert? Ich glaube, die denkt nicht mehr so wirklich. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie nicht mehr denkt. So, das geht jetzt nicht. Dann schmeißen wir das doch mal weg hier. Das könnte eigentlich auch weg. Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Nein. Ach, das ist doch ärgerlich. Ich muss einen ganz anderen Weg zurückgehen, als wie ich gekommen bin. Warum? Hm? Ich komme da nicht mehr hoch, wo ich gerade runtergesprungen bin. Ist das eine Fackel? Was ist da? Hä, das Haus ist auf der Seite. Achso, das ist umgefallen oder was? Ja, das ist umgekippt. Geil. Oh, das ist ja richtig verwirrend. 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 Oh, der wird mir... Da werde ich ja bescheuert, wenn ich hier lang laufe. Mein Gehirn versucht mir gerade auf so vielen Ebenen zu symbolisieren, dass das hier falsch ist. Gehirn. Oh my goodness, das war aber knapp. Hm. Hm. Ich bin gerade so verwirrt hier. Jetzt bin ich doch wieder froh, wenn ich bei meinem Fahrrad bin. Ob ich da runter muss? Kann ja nur da... Oh Gott. War da ein Bücherregal? Habe ich nicht gelesen? Die Kunst des Bergbaus, Band 5. Bremst dich der ganze Bergbau zu sehr? Du kannst aus Erz, Stein und Holz kompakte Stapel fertigen, die sich leichter tragen lassen. Geil, ich hab das mal gelernt, wa? Jetzt bin ich hier ein richtiger Bergarbeiter, Jasmin. Boah.
Also zu meinem Bedauern muss ich feststellen, dass ich diese Bude hier gar nicht ab kann. Okay, ich bin draußen. So, da haben wir einmal einen Officer Schlotz. Dann haben wir da noch Jimmy. Oh Gott, sind da viele Zombies. Heißen die in echt so Officer Dingsbums oder sagst du? Ja, ja. Nee, der heißt Officer Schlotz. Der andere mit dem braunen, mit der braunen Jacke, das ist Jimmy. Ja. Krankenschwester Agnes. Mhm. Oh Gott. Boah. Ich habe eh keinen Platz für Fleisch. Ich muss hier einmal umdisponieren. Das muss raus aus dem Fahrrad und rein in meinem Motorrad. Scheiße, jetzt komme ich mit dem Fahrrad hier nicht durch die Tür, ne? Doch. Oh Gott. Sayonara, ihr Penner. Oh nein, das Schlagloch. Oh Scheiße. Oh Scheiße. Oh Scheiße. Na, den Mund wieder zu weit aufgerissen? Nein, ich habe alles unter Kontrolle. Ich habe einen roten Motor. Die Schweißausbrüche gehören zur Konzentration. 13 blaue mechanische Teile, ein elektrisches Teil, einmal Öl. Wie kriege ich mein Fahrrad da jetzt raus? 7 Federn, eine Batterie, 448 Benzin. Das war ja simpel. Kacke, jetzt ist mein Motorrad im Fahrrad. Okay, warte. Hinter habe ich gerade den Bus abgebaut, falls du es wissen willst. Ja, 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 unbedingt. Das hast du gut gemacht. Ja, da kam roter Motor raus. Oh, das ist richtig geil. Habe ich doch gerade vorgelesen, was ich da alles rausgeholt habe. Ja, ich war vielleicht ein bisschen dezent überfordert gerade. Der hat doch mehr Stauraum, ne? Naja, aber sicher. Ja, aber hallo. Da kommt erstmal der ganze Plunder hier weg. Das. Jetzt baue ich den Ventilator ab. Da habe ich auch schon 2 blaue Motor. 4 diese mechanischen. Mechanische Komponenten. Ja, du musst mal hier die, Ventilatoren abbauen. Die bringen voll viel. Die Ventilatoren? Es gibt manchmal so diese weißen Ventilatoren oder diese Lüfter und so. Okay. Ich bin jetzt hier nämlich gerade bei uns hier nebenan. Und da ist viel, was ich noch nicht abgebaut habe. Ja, alles. Oh, ich schuft. Das. Ich denke, das passt jetzt. Wenn ich jetzt nirgendwo mehr reinfalle, dann bin ich gut aufgestellt. So, dann müsste ich jetzt eigentlich einmal zum Händler. Tagsüber ist die Stadt gar nicht so schlimm. Es ist halt schade, dass ich hier keinen Buchladen finde. Also bis jetzt noch nicht gesehen habe.
immer wieder ein Klassiker. So. Das war's mit der alten Trulla. Moin Micha. Alles Gute zum Geburtstag. Heute vor 30 Jahren wurdest du geboren. Jasmin, bist du noch da? Ja. Geburtstag. So. Ja, so. Was fragst du mich, ob ich noch da bin? Du bist so still. Ja, ich hab mich konzentriert. So. Hier wird nicht lange gewackelt. Halt mal. Komm ich da rein? Gar nicht. Oh, das ist aber doof. Stimmt von oben, ne? Und wie komme ich hier höher? So ein kleiner Ganove. Ja, ich gehe mal ein bisschen Holz farmen, wa, Jasmin? Ist aber auch. Wäre schön, wenn ich mal meine Sachen langsam kriegen würde. Du kannst sie abholen. Ich habe die hier bei mir. Alles gut. Das sieht auch interessant aus, aber da ist ein Zombiebär. Zu Hause? Ja, ich bin gerade zu Hause. Bist du gar nicht? Da drüben gibt's bestimmt einen Schmelztiegel. Gibt's generell hier eine Lampe, Zement? Okay, hier auf dem Dach hat sich jetzt gar nicht gelohnt. Verstehe ich nicht. Ach, da war ja auch noch einer. Ah, geil. Dankeschön. Wer gnädig. Weiß. Ob ich den Bären von hier mit dem Bogen schlossen. Oh. Wie viel hat der nochmal? Jetzt keinen, da habe ich jetzt nicht das Interesse dran. Bär 2. Das kann jetzt gut oder schlecht ausgehen. Für den Bären. Aber meine Sachen kommen hier heile an. Oh, Scheiße. Der kommt ja hier leichter rein, als ich dachte. Oh, denken. Der ist sogar hier oben. Scheiße. Du weißt nicht rein zufällig, wo ich mein Motorrad geparkt hab. Jasmin, Hilfe. Was soll ich das wissen? Ich bin nicht mal bei dir. Oh Gott, da ist der Kackbär. Nein, ich darf jetzt nicht sterben. Ich darf jetzt nicht sterben. Ich darf jetzt nicht sterben. Ich habe mich nicht bei mir, getraut, mich umzudrehen. Okay, das war möglicherweise. Ja, der Bär hat gewonnen. Aber jetzt ist der raus aus der Firma, wo ich eigentlich rein wollte. Ich bin so blöd mit diesem Schlagstock.
Crack-a-Book. Da ist auch noch einer. Geil. Ich habe einen Buchladen gefunden. Das ist alles so schnell. Daneben. Bitte? Ich bin einfach zu blöd für diesen Schlagknüppel. Ich habe auch eine Weile gebraucht, um mich dran zu gewöhnen. Geil. Der Bücherladen ist quasi leer. Und ich bin schon wieder infiziert und kaputt. Also hier ist... Nur weil du mit meinen Sachen hier nicht an Land kommst, ey. Ja. Ja. Kleiderregal, wow. Und dann Crackbookladen habe ich mir jetzt was anderes vorgestellt. Ich dachte, das ist so eine halbe Bücherei hier, was ich finde. Hab ich mich aber... Ey, was ist denn das hier für eine Hütte? Boah, ich bin hier schon wieder nur noch am Erschrecken und Schwitzen. Schrotflinten ist hier Band 6. Verdammt, Magazin-Mods, erweitert die Menge an. So schön, wenn man seine Sachen hat. Verdammt, falsches Timing. Wie willst du das beurteilen? Denke ich mal, dass das schön ist. So, machen wir jetzt rüber. Ach, das ist doch Schmutz hier. Komm ich hier hoch? Das ärgert mich jetzt. Ich dachte hier so ein Crack-a-Bookstore, da finde ich mindestens 4-5 Rezepte. Mist. Ich mach mal lieber die Tür zu. Oh, Schrotmunition. Alter, ja. Ich komme nicht klar mit diesem scheiß Knüppel, ey. Ich bin nicht gleich wieder tot, toll. Übungssache. Nee, ich möchte einfach meine Sachen haben, bitte. Was für Sachen? Die du holen solltest. Ich weiß nicht, wovon du redest. Da waren so gute Sachen, die ich leider nicht holen kann. Das gibt's nicht! Wie dem auch sei, ich komme hier irgendwie nicht weiter. Aber es müsste eigentlich eine Möglichkeit geben, wie ich da noch hochkomme. Heißer Scheiß. So. Dim, 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 dim. Oh, ich habe hoffnungsvolle Musik bei mir. Oh nein.
Das wäre erledigt. Oh, scheiße. Häuserkampf. Wo ist die letzte Wurst? Oh, du bist gar nicht der Letzte. Oh Gott. Alter, was ist denn mit diesen Zombies heute los? Oh, ey, Herzinfarkt. Ich habe mich heute schon so oft erschrocken, das ist unnormal. Aha. So sehen wir die Sache doch aus einer anderen Perspektive. Von oben. Eine Schlange. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die hüpft ja, wenn die... Hast du wohl auf? So, Jasmin, ich mach mich gleich auf den Heimweg. Das ist jetzt hier nicht das Goldene. Ich guck mal, weil wir uns ja auf den Blutmond auch irgendwie noch vorbereiten müssen. Ja, würde ich gerne, aber ich kriege ja meine Sachen nicht, weil sonst hätte ich schon die ganzen Patronen fertig machen können. Ja, da ist was dran. Ich warte hier die ganze Zeit auf dich. Ja, ich komme ja gleich nach Hause, ne? Und dann kannst du voll loslegen. Ist doch kein Problem, ne? Ja, dann bereiten wir uns auf den Blutmond vor und ich guck mal beim Händler, ob der ein Schmelztiegel hat. Ich frag was und er fängt an zu labern. Hab ich nicht gehört. Geil. Du warst nicht da. In der Übertragung warst du nicht da, Jasmin. Hm. Oh mein Gott. Mensch! Das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Nicht so kurz vor dem Blut. Nicht so kurz vor dem Blut. Nein! Ach, Scheiße! Ich könnte gerade heulen. Das ist jetzt nicht passiert. Hi. Es gibt da was, worüber ich mit dir reden muss. Ich war in diesem Brandschutzgebiet und hab deine Sachen gerettet. Aber dann kamen ganz viele Zombies. Guck mich nicht so an, Jasmin. Zumindest wollte ich dir sagen, ich habe deine Sachen wieder verloren. Meinst du, wir würden die zusammen nochmal holen? Ach. Ich bin kaputt, ich kann nicht lange laufen. Ja, ich verstehe das.
Ebenkleister. Vor allen Dingen, ich hab nix. Alles gut. Keine Feder, ich muss mir jetzt alles neu suchen, damit ich mir erstmal eine Waffe bauen kann hier. Ach, Mann, ey. Ja, ich muss gleich mal eine Fackel entwenden. Damit ich da überhaupt hingehen kann. Nimm doch eine Taschenlampe mit. Nee, ich brauch die für... Für wenn mir kalt wird. Hm. Okay. Ah, hey. So. Aber ich denke, das war's für heute. Ja, vielleicht kriege ich ja morgen meine Sachen. Ja, ja, ich hol die auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr seid morgen mit dabei. Morgen gucken, ob wir jetzt noch ein drittes Mal Hops gehen da in dieser Kackstadt. Oh, nicht wir, du. Ich, ja, ob ich noch mal ein drittes Mal. Ich hab so eine Fliege in meinem Bein, ey. Schauen wir mal. Entweder schaffen wir es morgen, oder schaffe ich das morgen, die Sachen wieder zu holen. Oder ich sterbe halt noch mal ein drittes Mal. Wäre aber gut, wenn wir die Sachen hätten. Blutmond steht vor der Tür. Ja, ich will hier weitermachen und kann nichts machen. Ja. Warum hast du mir nicht erst die Sachen gebracht und bist dann wieder hingefahren? Du fährst ja fast 20 Minuten. Und? Hä? Nein. Und? Naja, ich hoffe, ihr seid auf jeden Fall morgen mit dabei. Wir werden mal sehen, ob wir es schaffen oder nicht. Bis dahin, mach's gut. Ciao.